In Russland finden gerade die JG-Prüfungen statt. Also das sind im Grunde Prüfungen, die man nach dem Abitur nochmal extra dazu absolvieren muss, damit man an einer Hochschule oder einer Universität angenommen werden kann. Und in ein paar Städten ging wirklich ziemlich kranker Scheiß ab. Schüler und Schülerinnen mussten sich teilweise vor der Prüfung ausziehen, also so, Digga. Schüler mussten 2 Stunden warten und dann einfach nach Hause gehen, weil irgendjemand einfach die Prüfung nicht dabei hatte. Andere mussten 5 Stunden warten, ohne Essen und ohne Trinken. Und in einigen Schulen haben sie sogar die Toilettenkabinen ausgebaut, dass sie ja nicht abschreiben können. Мужик заставляли снимать лифчики у всех на виду. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich mein Abitur geschrieben habe. Ja, ich habe Abitur. Und ich sag euch ehrlich, das war einfach so komplett Stress umsonst. Ich habe mir wirklich bei jeder Klausur gedacht, nein, oh mein Gott, das ist voll anstrengend, war voll viel und so. Ich habe im Grunde für nichts gelernt, außer für Mathe. Und ey, ich habe Abitur. Und ich sag euch ehrlich, diese Prüfungen sind auch teilweise wirklich der letzte Schrott. Die werten im Grunde eigentlich nur aus, ob du dir für kurze Zeit irgendwas merken kannst oder nicht. Also versteh mich nicht falsch, ne? Mathe ist schon, da musst du so logisch denken und sowas. Aber wenn man dann so Biologie und Geschichte als Hauptfach hatte, ja, dann muss man einfach nur irgendwas auswendig lernen. Welche Zelle geht wohin und was passiert bei Photosynthese? Bruder, ich bin jetzt YouTuber, wozu brauche ich Photosynthese? Aber ey, wenigstens hatte ich bei meinem Abitur Essen und Trinken dabei. Die leider nicht. Und so wie ich weiß und ich mich so ein bisschen informiert habe, gab es früher gar keine JG-Prüfungen und es gab tatsächlich mal eine Diskussion, ob die abgeschafft werden soll. Weil ihr müsst euch das Ganze so vorstellen, bei uns ist es ja so, ne, du kannst ja Realschulabschluss machen, dann kannst du eine Ausbildung machen, du kannst ein Abitur machen und dann kannst du straight ab in die Uni düsen, ne? Oder Hochschule oder wo auch immer. Du kannst tatsächlich, glaube ich, auch mit einem Realabschluss irgendwie noch so Berufsschule machen und dann irgendwas studieren. Also es gibt viele Möglichkeiten, dass du im Endeffekt dann trotzdem noch studieren kannst. Da ist es so, du machst dein Abitur und danach machst du noch diese EG-Prüfungen und dann kannst du erst bei der Hochschule oder bei der Uni angenommen werden. Bro, Digga, mach dann vielleicht nochmal 5, 6, 7, 8 Prüfungen rein. Vielleicht kannst du dann irgendwann mit 40 noch anfangen zu studieren, nachdem du, keine Ahnung, so jeden Scheiß auswendig gelernt hast. Dann wäre das nicht alles genug Stress schon für die Schüler, jeden Scheiß auswendig zu lernen, gab es noch an einigen Schulen dermaßen kranke Vorfälle mit Toiletten. Die haben im Grunde vor den Prüfungen einfach die Kabinen, also du hast dann einfach nur so Toiletten nebeneinander, oder wenn du einfach kacken gehst, du kannst dann so mit deinem Sitznachbar Händchen halten. Und an anderen Schulen war es nicht so extrem, die haben nicht die ganzen Kabinen ausgebaut, sondern die haben einfach andere Türen eingebaut. Normalerweise hast du ja so eine Tür, dass niemand durchgucken kann, ja, und die haben halt solche Türen hier eingebaut, die ungefähr nur so bis zur Hälfte gehen. В Татарстане перед ЕГЭ в одной из школ установили открытые туалеты. Убрали верхнюю часть дверей кабинки туалетов, предположительно из-за опасения списывания во время экзамена. Bruder, dann bau doch einfach gar keine Tür hin. No joke, warum? Warum? Und ihr müsst euch halt vorstellen, dass es natürlich dann auch Lehrer gibt, deren Job es halt ist, auf den Toiletten zu gucken, dass die Schüler halt nicht abschreiben. Bruder, die sitzen da einfach, ja, die haben gelernt, ne? Die sind mies im Stress, die müssen einfach nur, die sitzen, ich weiß nicht, so eine Prüfung geht wahrscheinlich so 5-6 Stunden wie Abitur. Die sitzen 5-6 Stunden lang, müssen einfach nur in Ruhe pissen, Digga, und die werden beobachtet einfach. Die gehen so mit anderen Leuten pissen, so. Na, und natürlich haben die Toiletten so modifiziert, dass man halt nicht abschreiben kann, beziehungsweise Spickzettel oder irgendwie irgendwas. Ich frag mich da wirklich, auch bei einer Prüfung, was willst du eigentlich abschreiben? So, okay, dann hast du halt so einen Spickzettel, ne? So ein Ding hast du dann da, als ob da die ganze Prüfung drauf passt. Aber hey, einfach Toilettenkabinen ausbauen. Und ich weiß noch ganz genau, bei uns im Abitur war es so, man musste sein Handy abgeben und die Lehrer haben davor die ganzen Toiletten und die ganzen Räume überprüft. Also wir haben damals wegen Corona in der Sporthalle geschrieben. Und wie gesagt, die Lehrer haben die Toiletten überprüft. Und es gab tatsächlich schon irgendwelche Vorfälle, dass so Leute so Hefte in die Mülltonne auf den Toiletten reingeschmissen haben und sowas, damit die dann halt so später abschreiben können. Stimmt, das war sogar bei uns. Ja, und dann wurde das Heft so entdeckt und so. Und dann Spickversuch, glaube ich. Kein Plan, ich weiß nicht mehr genau, was war. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal so an mein Abitur denke, ne, das ist ja so ein Block, den du da bekommst. Und diese Aufgaben, die musst du ja alle bearbeiten. Was bringt dir ein Spickzettel. Also da kannst du auch einfach gar nichts machen. Das ist einfach die Mühe für den Spickzettel nicht wert. In einer anderen Schule, bei einer Prüfung im Informatikbereich, kam es sogar dazu, dass Leute gesagt haben, okay, ihr müsst für diese Prüfung euren eigenen Laptop mitbringen. Nicht ihr dürft, sondern ihr müsst. Und wenn man keinen eigenen Laptop hat, dann war einfach die Aussage, yo, dann geh und kauf dir halt einfach einen. Была информация, что на экзамен
по информатике. Учеников обязали приносить свои ноутбуки. Если же ноутбука нет, иди в магазин и покупай. Твои проблемы. Also wirklich, ich wäre manchmal froh, wenn ich in der Uni meinen eigenen Laptop mitnehmen könnte, weil ich habe schon Prüfungen auf diesen Schul-PCs geschrieben und hey, das sind ganz gute PCs, Digga, aber die Tastatur ist dann immer so verstaubt und verklebt und verrotzt und ja. Aber hey, wenn du keinen Laptop hast, Digga, kauf dir einfach einen. Und genauso müsst ihr verstehen, dass es in Russland die Uniformpflicht gibt. Also man muss dann wirklich so in die Schule mit einer langen Hose, mit Anzugsschuhen, mit einem Hemd, mit einem Anzug und dieses ganze Zeug einfach. Also man kann nicht einfach so in die Schule dahin gehen. Also wahrscheinlich schon, aber in einigen Schulen gibt es halt immer noch eine Uniformpflicht. Und dann müsst ihr euch vorstellen, also diese EG-Prüfungen waren so Zeitraum 28. Mai, ne? Ende Mai. Und jetzt ist gerade auch so in Russland, zum Beispiel in Moskau, 30 Grad. Also ich kann mich daran erinnern, ich war mit kurzer Hose beim Abitur. Stell dir mal vor, du kommst bei 30 Grad, Digga, mit Anzug, Hemd und langer Hose. Und als wäre das alles nicht genug, haben die einfach diese Schüler schon vorbereitet. Die haben die hingesetzt. Aber es ist einfach 2 Stunden lang nichts passiert. Und du darfst auch bei diesen Prüfungen kein Essen und kein Trinken mitnehmen, weil, ich meine, keine Ahnung, du könntest ja hier so irgendwas auf die Flasche schreiben und dann abschreiben. Also jetzt mal Real Talk an euch. Habt ihr diesen Spickzettel jemals verwendet, irgendwas auf die Flasche schreiben und dann so ausdrucken und dann so richtig krass, damit es nicht auffällt? Bruder, das ist mir viel zu aufwendig, da lerne ich lieber. Und dann sitzen dann einfach Schüler 2 Stunden lang, bis irgendjemand gekommen ist und gesagt hat, ja, der Lehrer mit den Prüfungen ist noch nicht da, ja, ihr müsst an einem anderen Tag kommen. Uns рассадили по аудиториям, и все должно было быть нормально. В итоге мы просидели без заданий 2,5 часа, написали апелляции и ушли домой. Так было по всей области. Если честно, все дети очень переживали. Нам сказали, что мы, скорее всего, будем переписывать экзамен в резервный день. Und in anderen Schulen saßen die sogar 5 Stunden einfach nur so da, 5 Stunden lang, ohne Essen, ohne Trinken, bei 30 Grad, bis sie dann weitere 5 Stunden die Prüfung schreiben konnten. Stark, stark, wirklich, geile Schule, Mann. Warum war ich da nicht? Und jetzt kommen wir wirklich zum Highlight, als wäre das alles nicht schon schlimm genug, gab es an einer Schule sogar den Vorfall, dass Schülerinnen ihren BH ausziehen mussten, bevor sie überhaupt die Prüfung schreiben konnten. Und das vor allen Leuten. Und warum? Wegen den Sicherheitsvorkehrungen. Also bei uns in der Schule gab es keine Sicherheitsvorkehrungen, also wir sind nicht durch die Schule gegangen und direkt durch den Metalldetektor. Aber an ein paar Schulen von Russland ist es so. Das ist wie in Amerika. Ja gut, da passieren noch mehr Amokläufe als sonst noch irgendwo. Ja, und es gibt BHs, die bestehen aus Plastik und es gibt BHs, da ist Metall drin verbaut. Sei es bei dem Verschluss oder sei es hier irgendwo vorne. Keine Ahnung, ich bin kein BH-Experte. Ich mache die nur auf. Und das ist das, was dann im Endeffekt halt piepst. Ne? Und egal wie oft diese Frauen oder diese Mädchen eher, das sind ja Minderjährige teilweise, Mädchen, erklärt haben, dass das Ganze an dem BH liegt, an diesen Metallverschlüssen und so weiter und so fort. Das hat die Security Leute überhaupt gar nicht gejuckt. Die haben die Frauen und Mädchen einfach dazu gezwungen, dass sie ihren BH ausziehen. Und die Mädchen, die sich gewehrt haben, die mussten sich halt dem Fühltest unterziehen. Ты хочешь пройти на экзамен, то тебе придется, скорее всего, снять лифчик. Пока ты будешь пикать, мы тебя не пропустим. Bro, also ich weiß nicht, wie man auf so einen kranken Scheiß kommt. Also wirklich, ich weiß nicht, wie man auf so einen kranken Scheiß kommt. Alles wegen dem Spicker, oder? Ja, Bruder, wenn hier Spicker versteckt ist. Vor allem diesen Mädchen, dem bleibt ja auch nichts anderes übrig. Ne? Stell mal vor, du gehst halt dahin, du willst dein Abitur abgeben, du willst dein Staatsexamen abgeben, du willst deine Prüfung abgeben. Oder kommt einfach so jemand zu dir hin und sagt so, hey, du musst das jetzt aussehen. Natürlich machst du das. Weißt du, wie ich meine? Du gibst ja gerade deine Prüfung ab. Da hängt ja deine Karriere, deine Zukunft davon ab. Und nur weil irgendwelche idiotischen Sicherheitsmänner oder Lehrer oder keine Ahnung was, ja, ihre Macht einfach ausspielen, passiert sowas. Das ist genau dasselbe, wenn ich jetzt da durchlaufen würde, ne, in meine Schule und da ist auch so ein Detektor und es piepst. Und dann sage ich, ja, das liegt an meiner Hose, weil ich habe hier so einen Reißverschluss an der Jeans, ne, ganz normal, hat jede Hose. Und irgend so eine 70-Plus-Lehrerin glaubt mir nicht und fässt mir da so voll unten rein, so massiert einfach. Sagt so, ja, nee, ich glaube, du hast da Waffe versteckt. Naja, aber mal abgesehen davon, dass eh schon diskutiert würde, ob diese EG-Prüfungen wirklich sinnvoll sind, müsste mal diskutiert werden, ob diese Maßnahmen wirklich sinnvoll sind. Toiletten auszubauen, damit man nicht in Ruhe pinkeln kann. Schüler und Schülerinnen komplett nackt zu durchsuchen. Ja, vielleicht, keine Ahnung, gehst du noch unten rein und guckst, ob da vielleicht eine Waffe ist oder ein Spickzettel. Und die einfach bis zu 5 Stunden ohne Essen und Trinken lassen, bei 30 Grad. Wirklich, manchmal fucke ich mich echt schon über so Sachen hier in Deutschland ab. Aber da bin ich echt froh, dass ich nicht dort mein EG-Abitur geschrieben habe. Ja, was haltet ihr von der ganzen Situation? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Würdet ihr euch von einer 70-Plus-Lehrerin betatschen lassen oder nicht? Checkt auf jeden Fall noch meinen Discord ab. Link ist diesmal wirklich in der Beschreibung. Und ciao.